Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships. Die gewerteten nach wie vor auch Slava. Schiff weiter testen. Ein Schiff hat wirklich ein Potenzial. Wie eigentlich auch jedes Schiff Potenzial hat. Ne? Man muss es halt nur fahren können. Aber die Genauigkeit hier, das macht schon echt Spaß. Im richtigen Moment kann das Ding auch mal ein bisschen was einstecken. Man kann auch mal vorfahren, aber auf gar keinen Fall zu Beginn. Ja, so zum letzten Drittel sowas. Und wenn man nochmal so ein One-in-One oder sowas provozieren kann, das geht. Für viel mehr ist die Panzerung leider, es hat keine Kremlin. Ne? Das geht dann leider nicht. Das hat eher so ein, ja, ein Distanzschiff, kann man schon fast sagen. Und mal gucken, was wir diese Runde so damit machen können. Die ersten 3-4 Runden sind ja jetzt so, ja, durchwachsen halt, ne? Hier und da ein paar Zitas gemacht. Aber jetzt noch nicht so die Überrunde gehabt. Mal gucken. Wir haben jetzt auf jeden Fall 3 Kreuzer. Das bedeutet vielleicht die ein oder andere Zita mal wieder. Wer weiß. Ich versuch's auf jeden Fall, wie immer. Jetzt haben wir erstmal da einen Kremlin und eine schöne Distanz. Kremlin kommt jetzt bei mir zum Beispiel gar nicht erst an. Die kommt hier hinten nicht an. Selbst wenn wir die Streuung so enorm. Oh, Mitte 406er machst du nicht viel. Oh, was? Okay. Echt? Die hatte ein Reichweitenmodul drin. Nein. Okay. Glückwunsch dazu. Es macht halt keinen Sinn bei der Kremlin. Umso höher die Distanz ist bei dem Ding, umso krasser wird auch die Streuung und du machst dann halt einfach keinen Schaden. Das Ding ist für den Nahkampf gedacht und da brauchst du das Nachlademodul ganz eindeutig. Oh, 2 Säuren, 14.000 auf der Kremlin. Vollkommen okay. Und dann immerhin auch nur die 406er hier drauf, ne? Dafür schon ganz gut Damage gemacht. So, die Kleb... Bär ist da jetzt ein bisschen was nervig. So, hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen aufpassen, was wir so machen. Mit der Hunter. Oh, eher nicht, ja. Naja. Die Summe müssten wir schießen können, mit ein bisschen Glück auf eine Sido. Steht aber auch so schön, ne? Boah, Georgia ballert aber auch einfach nur vor. Weil eins viel zu wenig, schade. Aber ich fahre auf jeden Fall nicht weiter vor. Auf gar keinen Fall, ich mache jetzt hier eher den Rückwärtsgang rein. Und versuche hier so ein bisschen Distanz zu bekommen. Ich weiß nicht, ob hier auf der Distanz Wasserlinie. Wir versuchen es mal. Ich glaube, dass es zu tief ist, so vorzuhalten. Ich glaube ja, aufgrund der Ballistik, die ja dann doch vorhanden ist, auch wenn die sehr, die Geschütze eine sehr hohe Mündungsgeschwindigkeit haben, aber auf der Distanz. Na. Minu, du kleiner Frechdachs. Na komm. Oh, was? Oh, das war lächerlich. Ah, jetzt kommt hier schon wieder der Pech dazu eben. Wie schon in der letzten Folge, ne? Vor 2 Tagen jetzt oder so. Bereit von Pedro, war das? Ey, eine Zita war doch mal gemacht. Ah, klar, immerhin. Aber wer so ein Schiff das so einen auf Genauigkeit machen will, war das zu wenig. So, wir müssen jetzt hier auf die Klebe auf jeden Fall schießen. Die mal nicht treffen, wa? Na, ich hab's zumindest versucht. Jo, Georgia hat sich weggeschmissen, die Seite ist lost und ich weiß nicht, wie ich jetzt hier wegkommen soll. Wer spottet mich denn jetzt hier eigentlich noch? Ach, eine Stahllo. Hallöchen. Popöchen. Die fährt einfach gerade durch, oder? Oh, brauchen wir ja nicht mehr hinziehen.
Das war Zeitverschwendung. Die Alaska dreht breit ein. Also dreht er sofort wieder ab. Ach, verdammt. Das Ding ist doch sowas von lost hier drüben. Schade. Ich werde hier noch nicht so ganz warm mit dem Ding. Ich habe mir bei den ein oder anderen Salven schon ganz andere Sachen erhofft. Aber das wird schon noch Stück für Stück. Ich meine, hier, die Salve sieht auch ganz gut aus. Oh, mal hin, 11.000. Immerhin. Ist nicht so verkehrt. Ja, klar, ich weiß, ich mache hier Inselcampen. Aber ich weiß auch, dass das Schiff nicht hacken kann. Hab jetzt blöderweise ein bisschen die Pedro da allein hier lassen. Ja, das stimmt schon. Aber das Ding ist so oder so lost. Egal, was wir jetzt hier auf der Seite machen. Verloren ist es noch nicht. Aber ich versuche hier noch ein bisschen was mitzunehmen. Da jetzt einfach vorfahren, nur weil ein Teammate da vorfährt, muss es ja auch nicht sein. Auf die Alaska ballern. Boah, schön. Das war eine tolle Salve. Mal schauen, ob sie jetzt dauerhaft weiter schießt. Oder dann halt auch gleich zugeht. Was macht eigentlich die Z da hinten? Ein bisschen komisch aus, oder? Die Genauigkeit bei dem Ding, das ist schon echt geil. Kann man nicht anders sagen. Kann man ja nicht anders sagen. Die Z jetzt die Kleber versenkt? Ja, tatsächlich. Oh, nice. Das ist sehr gut. Ping-Pong. Ping-Pong ist auch immer gut. Zu viele Geschütze, trotzdem 8-4, wa? Die mir auch 11-5 hier drückt, ey. Da mal wieder das altbekannte Problem bei dem Schiff. Das mir auch schon klar war. Und genau auch deswegen habe ich zu Beginn gesagt, nicht sofort vorfahren, es hat kein Frontschwein. Die Slava. Wenn die zwei Schiffe hier, man sieht ja, was die mit mir anrichten. Und jetzt sind zwei Neuner Schiffe. Ne? Und so. Weiß Bescheid, ne? Na gut, ich zeige auch ziemlich viel Brei, das muss man auch dazu sagen. Aber trotzdem. So, jetzt drehen wir hier aber um. Mit der Hoffnung, jetzt hier nicht noch eine Breitseite zu kassieren, weil ich geschossen habe und somit auf bin. Der hat mir nur den Kill geklaut, der Frechdachs. Nicht so sehr schön. So, Izumo dreht ein bisschen ein. Und ich drehe genau in die Torps, jawohl. Ach, hier ist ja schon echt so viel Pech in der Runde. Vom Pech verfolgt. Aber trotzdem 120.000 Schaden, ne? Aber auch gar nichts weiter gemacht. Naja. Keine so sehr schöne Runde. Wie die anderen ja auch schon so waren, ne? Wir haben jetzt noch ein Großkaliber gemacht. Ja, so ist es halt. Gewonnen haben wir es zum Glück, aber nicht dank mir. Ich war nur dabei. Kann ich mir in mein Tagebuch schreiben? Martin war dabei. Als mein Team hier gewonnen hat. Oh, das war gar nicht. 5 Abpraller. Why?
Oh komm, jetzt machen wir mal eine schöne Salve auf die IZ. Jo. Das ist eine schöne Salve. Und da schreibe ich sofort. Das war eine schöne Salve. Aber ich meine, gut, wir haben jetzt auch 2 Millionen getankt, ne? Das geht schlechter. 33.000 Schaden. Mal gucken, was mit der nächsten Salve noch so kommt. Nochmal heilen. Nochmal 6.000 auf die Z, auf die Slava, wollte ich schon sagen. Hier ist ja auch gar keine andere Slava mehr da. Wo sieht der denn jetzt die Slava? Im Mittelspiegel. Oh, das ist jetzt immer mein Kill. Jawoll. Siehst du? Immerhin dafür noch belohnt worden. Für nichts. Für nichts belohnt werden ist auch immer eine tolle Sache, oder? Ja, aber da ist nichts kommen. 141.000 Schaden ist jetzt nicht ganz so schlecht. Und nicht ganz so nichtsmäßig. So, was? Den Zerstörer jetzt, oder wie? Oh, waren ja jetzt 13.000 insgesamt oder so, ne? An Schaden, was ich an denen gemacht habe. Können wir mal gucken. Ne? Ist jetzt 14.000 so. Das geht halt hoch in der Wertung. Aber ist schon grundsolide, das Ding. Es ist nicht OP. Definitiv nicht. Aber ein gutes Schiff, das Spaß macht. Und so können wir, glaube ich, auch festhalten. Ne? Dauert hier auf jeden Fall noch ewig, bis der Kapitän mal hier weiterhin. Ne? Aber so ist es halt seit der Änderung mit den Kapitänen. Und da muss man sich dran gewöhnen. Ne? Und mit den Worten. Ist ein Blödsinn, was ich manchmal laber. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.